Hallo, hier ist die Kati und heute schauen wir uns von LOL Surprise Tweens die Surprise Swap Serie an. Ja, wieder sehr viele Wörter bei LOL, wie immer. Und ich habe dieses Starter-Set dabei. Das heißt, da ist eine Püppi dabei und zwei Köpfe schon mal. Gruselig genug. Aber hier gibt es noch extra Köpfe, die man dann da anscheinend drauf machen kann. Ich weiß nicht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin offen dafür. Es ist okay. Ne? Also wenn das jetzt total toll ist, sage ich Yippie. Wenn es gruselig wird, sage ich oha. Ja, Töchterchen wünscht sich das, hat das auf der Wunschliste drauf. Deswegen packen wir es mal auf und gucken, ob das schön ist oder ob es ganz, 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 ganz schlimm wird. Ach, wir schauen einfach mal. Also das hier ist Cora, soweit ich das weiß. Ja, sie heißt Curls to Crims Cora, also Cora. Na gut, werden wir diese Puppe mal köpfen? Das klingt jetzt ein bisschen gemein, ne? Also irgendwo hier müssen wir es wahrscheinlich öffnen. Ist ja auch mal so eine Sache mit diesen Verpackungen von den LOLs. Okay, hier oben sieht es ganz gut aus, dass man es hier aufmachen kann. Hier hinten seht ihr jetzt schon, es gibt 4 von diesen Starter-Sets. Also Bailey, Billy, Winnie und Cora. Und es gibt 9 Köpfe dann extra. Also die Köpfe kann man natürlich auch dann untereinander noch tauschen. Jedes Mädel hat 2. Und dann noch 9 einzelne Köpfe. Haben die auch noch Namen? Ich glaube nicht. Okay. So, wo haben wir es jetzt aufgemacht? Hier oben. Das heißt, hier geht es schon mal auf. Wir gucken, ob wir das Ganze rausschieben können oder nicht. Na. Ja. Hier ist es auch noch fest. Na, jetzt nicht mehr. Na, ich ziehe. Vielleicht müssen wir hier unten auch nochmal aufmachen. Schwupp und schwupp. So. Wir schaffen das. Na, wo kommt es jetzt raus? Vorne, hinten. So. Okay, jetzt machen wir es hier unten. Irgendwo muss es noch festhängen, aber ich weiß nicht genau wo. Hier ist es auch nochmal fest, okay. Jetzt aber, oder? Wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch. Also das es ist schon echt schwierig, das hier rauszubekommen. Hier ist aber die ganze Seite dann anscheinend fest. Ach, ich weiß es nicht. Wir müssen es, glaube ich, jetzt doch zerstören. Ich habe gehofft, wir können die Verpackung ein bisschen retten. Aber das wird nichts. Cora, du musst da jetzt raus. Wo war es denn jetzt noch fest? Also das ist doch auch merkwürdig. Und jetzt habe ich das da abgemacht und plötzlich geht es total einfach raus. Ach. So. Einmal zur Seite. Der ganze Kram. Hier ist eine Anleitung. Weiß ich nicht, ob wir sie brauchen. Gucken wir gleich mal. Sie sieht aber auf jeden Fall sehr süß aus. Ne? Das ist ja diese Tweens-Serie. Also eine Mischung zwischen den ganz Großen, diesen OMG und den Kleinen. Sozusagen, weiß ich nicht, so ja, so die Teenager halt. Ne? Tweens ist ja eher so 20er, oder? Aber ja, ich würde sagen, die OMGs sind dann halt die Großen und die kommen dann so dazwischen. Und dann gibt es halt noch die Kleinen. Und die sind auch immer eingepackt. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die Angst haben, dass die zwischendurch hier weglaufen, so Toy Story-mäßig. Aber überall sind sie festgebunden. So. Wir befreien dich, Cora. Wir schaffen das. Hier ist auch noch was. So. Und jetzt der Kopf hängt dann meistens auch noch immer irgendwo drinne fest. Na. Wo hängst du fest? Wir drehen dich mal um. Wahrscheinlich sieht man es gleich. Ah. Hier sind überall noch so eine Dinger dran. Ne? Mal gucken. Also ich mach die einfach mal alle ab. Mal gucken, ob sie dann rauskommt. Ich weiß gar nicht, wo ich überall dran schneiden soll. Hier nochmal was ab. Wenn mir hier schon so ein paar Plastikdinger entgegenkommen, ne, können wir sie auch einfach mal alle abschneiden. Mal gucken, was uns entgegenkommt. So, ist der Kopf jetzt frei? Immer noch nicht. Kopf, wo hängst du denn dran? Hier ist irgend so ein, also von wegen, man kann die Verpackung vielleicht aufbewahren. Haha, der war gut. Ah, ich zieh jetzt einfach mal hier dran. Irgendwann ist doch die Geduld auch zu Ende. Wo hängst du denn hier drinne? Also hier unten noch anscheinend. Hier ist auch noch alles mit diesen Plastikclips dran zusammengebunden. So. Und die gucken nachher mal alle wieder so blöd aus dem Kopf raus, wenn man die nicht eng genug abschneidet. Aber zu eng traut man sich dann auch nicht, weil man dann Angst hat, dass man die ganzen Haare gleich in der Hand hat. Bist du jetzt frei? Ach, du bist frei, oder? Irgendwo hängst du, glaube ich, noch mit einer Locke.
ist das denn hier noch? Wo hängen wir denn jetzt hier noch fest? Oh mein Gott. machen wir den auch nochmal ab. Sind wir jetzt frei? Ich glaube, wir sind frei. Mein Gott, hast du viele Haare? Also Haare hat sie schon mal genug. So. Die hängen auch alle noch in den Ohrringen drin. Jetzt gucken wir uns Cora erstmal in Ruhe an. Ach, sie ist ja witzig. Sie hat hier mal ganz andere Hände als die anderen. Also sie macht hier dieses Victory-Zeichen. Auf der Seite tatsächlich auch. Okay, also ich kenne die Püppchen nur mit ganz normalen Händchen so. Vielleicht so ein bisschen offen, aber mehr auch nicht. Nicht mit einem extra, nicht extra so ein Zeichen halt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gut finde, weil das ist vielleicht nicht so universell zum Spielen geeignet. So. Dann haben wir hier die ganzen Haare. Also sie hat eine ganze Menge Haare. Hier oben ist dann wieder eine andere Farbe. Viele, viele Locken, aber sie heißt ja auch Curled to Crimp, richtig? Also hat sie erst Curls. Hier hängen noch überall diese Plastikteile drin. So, raus damit. Sie hat also erst Curls und nachher hat sie gekrümmte Haare. Das sind ja mit diesem, dieses, kennt ihr das, wo man dann so zusammendrückt und dann hat man nachher diese Wellenform da drin. Naja, also das Crimp-Eisen, ne? Ein süßes Kleidchen hat sie hier an. Ne, das ist ein Rock tatsächlich. Mal schauen. Ja, ist ein Rock. Ach, da hat sie noch was drunter. Das ist dann aber, das ist ein Kleidchen. Und da hat sie hier noch eine Strumpfhose an. Hohe Schuhe, eine Kette, Armband, Ohrringe. Ja, ist eine ganz süße. Das Gesicht ist auch sehr hübsch. Wie gesagt, die Haare sind, kann man vielleicht noch ein bisschen ordentlich machen. Ist jetzt von dem Auspacken ein bisschen ramponiert. Kommst du erstmal zur Seite. Dann holen wir mal hier deinen zweiten Kopf raus. So ein bisschen was von Frankenstein-mäßig. Hier sind diese gekrümmten Haare. Oh, die hat hier unter, aber... Also man sieht hier sehr schnell den Kopf, ne? Finde ich jetzt ein bisschen nicht ganz so cool irgendwie. Ich meine, wenn man es so unten lässt, sieht man es nicht so doll, ne? Aber wenn man vielleicht die Haare so zur Seite macht und hier vielleicht einen Zopf macht, sieht man es dann doch relativ schnell. Na gut. So, einmal hier die Strähne nach hinten. Hier oben hat sie wie so eine Schleife gebunden. Ich spüre hier auch wieder diese ganzen Plastikteile. Also man kann sie auch versuchen, dann reinzudrücken, dass sie dann im Kopf drin sind. Oder man muss nochmal ganz vorsichtig mit einer ganz dünnen Schere, dass man wirklich sich dieses Teil dann sucht und das mit einer ganz, ganz kleinen, feinen Schere abschneidet. Weil es macht ja auch keinen Spaß, wenn man immer so ein Pieksding in der Hand hat. Hier vorne hat sie ihren Pony so rübergelegt und mit so einem kleinen Bändchen ist das dann festgemacht. Das Make-up ist so ein bisschen, bisschen döller, aber ich meine, das ist auch nicht weniger, das Make-up. Ja, und oh, hier unten ist so ein Saugnapf dran. Das ist ja witzig. Kann man den denn so... Ja, dann steht die auch ganz gut. Oh, wieder ab. Ja, also das ist dann ihr zweiter Kopf. Das probieren wir gleich mal aus. Gucken wir, was hier noch drin ist. Guck mal, ich finde das immer so ein bisschen schade. Ne? Man denkt, wenn man das kauft, man kriegt hier so ein kleines Schränkchen oder so dabei. Könnt ihr vergessen. Also alles, was hier so... Ja, man so sieht und denkt, hey, cool, noch ein Zimmer oder sowas. Ist immer alles nur Papier und aufgemalt. Wie gesagt, wenn man das vielleicht retten würde, könnte man versuchen, das jetzt hier ein bisschen vorsichtig abzumachen. Hätte man wie so einen kleinen Kleiderschrank vielleicht, aber ja. Hier hätte ich auch echt gedacht, das sieht ein bisschen aus wie einen richtigen Schrank, den man auch nutzen kann, aus Plastik oder so. Ist aber nicht so. Und sie hat hier so ein Blättchen dabei. Leider nicht die Zeitung, weil die anderen hatten immer so eine kleine Zeitung dabei. Das ist jetzt nur noch ein Blatt. Ein bisschen schade. Eine richtige Zeitung wäre ganz cool. Wir haben von diesen Tweens schon welche und dann wird immer die Zeitung zu der passenden Puppe dazugelegt, wenn die irgendwo ihr Zimmer eingerichtet bekommt. Das geht jetzt hier nicht. So, was hat sie dabei? Ein Haarreifen und ja, wie so eine Tiara mäßig. Und das hier ist aber tatsächlich was Echtes. Also hier haben wir etwas, was immer noch festgemacht ist. Also wie so eine kleine Tasche oder wie so eine kleine Box, ne? Wahrscheinlich für die Haaraccessoires. Die holen wir hier auch gleich mal raus. Also hier ist dann noch der Kamm. Tada. Und dann haben wir hier in diesem, was aussehen soll wie ein Schrank, aber leider keiner ist. Das hier alles einmal noch rausholen. Ach, so. Das ist noch dabei. Und der Ständer ist immer noch dabei. Also man muss wirklich diese ganze Packung durchsuchen. Irgendwo versteckt sich immer noch irgendwas, was dazugehört. So. Das ist noch dabei. Haben wir jetzt alles? Ich glaube, es ist leer, richtig? Dann tun wir jetzt mal dieses Teil hier erstmal zur Seite, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Also diese Ständer sind immer ganz cool. Da kann man dann das so draufstecken. Also ich nehme meistens immer nur eins, hat aber zwei davon dabei. Kann man hier so reinmachen, so ein bisschen runter, je nachdem, wo die Hüfte dann ist von der Püppi.
Man kann es bestimmt auch im Hals festmachen, aber ich mache dann immer so. Und dann stehen die auch immer ganz schön. Ne? Kann man die irgendwo hinstellen. Liegen nicht so in der Gegend rum. Das finde ich ganz cool. Und dann findet man die auch. Und vor allem ist es auch ein nettes Accessoire. So im Kinderzimmer, so eine hübsche Püppi. Oder beziehungsweise im Jugendzimmer oder so. Ich würde mir die auch hinstellen. Die sieht sehr hübsch aus. So. Zweiter Kopf. Die Accessoires mal hier noch raus. Na. Die sind auch alle so gut verpackt. Na, komm raus. Da haben wir es. Was ist denn hier so dabei? Ach, sogar die kleinen Gummis sind in dieser Verpackung nochmal festgemacht. Das ist doch wahnsinnig. So, jetzt aber. Also, es tut mir sehr leid, wenn es sehr viel knistert heute. Das ist dieses ganze Plastik. So, hier haben wir also Spange. Spange. Die Zopfgummis sind sehr cool. Ich glaube, die würden bei uns auch in der normalen Haarkiste landen. Mit so Blitzen dran. Sehr schön. Dann hier so eine, ja, diese weichen Gummis, die sind auch immer ganz gut. Und der ganze Kram kann dann da rein. Das wiederum finde ich sehr schön. Bleibt es hoffentlich zumindest am Anfang ein bisschen zusammen. Tada. Also Moment, rein da. So, und dann ist das da drin gut verstaut. Wir testen mal hier noch ihre Tiara. Ja gut, das ist glaube ich eher für die hier. Das würde ihr glaube ich besser stehen. Ja, mit der Farbe und dem Gelb. Hm. Naja, und dann hat sie hier diesen Haarreifen. Das sind immer so Sachen, davon hat man nachher so viele und man benutzt es dann doch nicht. Ah, geh hier dran. Ja, es ist dabei. Ob man es braucht, weiß ich nicht. Das Röckchen ist auf jeden Fall sehr süß. Ich finde, wenn man so extra zwei Püppchen macht, hätte man vielleicht auch noch ein extra Outfit machen können. Also jetzt mehr als nur ein Rock, den man so drüber legt. Aber gut, es wird ja überall gespart, ne? Und jetzt machen wir den Kopf ab. Ich habe ein bisschen Bedenken. Achso, holen wir sie mal hier aus ihrem Ständer raus. Na, okay. Oh ja, Gott, das ging jetzt relativ einfach. Und da ist so ein richtiges Gelenk drin, ne? Das ist schon ein bisschen gruselig, wenn sie da jetzt so ohne Kopf ist. Machen wir mal schnell den Kopf dran. Na, blub. Also sie hat dann hier so eine, wie so eine Büste, wo man die dann drauf macht, den anderen Kopf. Und das ist gut mit dem Saugnapf. Dann geht das vielleicht nicht so schnell verloren. Kann man das irgendwo festmachen? Ja. Und dann kann man das da drauf machen. Und dann hat sie jetzt gekrümmte Haare. Sie hat hier aber nicht mal Ohrringe. Also die müsste sich dann die Ohrringe von ihr hier teilen. Wäre auch schön gewesen, wenn sie ein paar eigene gehabt hätte, oder? Naja. Also ein bisschen mehr Extras, dass das wirklich dann richtig ein doll anderer Look wird, wäre noch ganz cool gewesen. Ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt braucht, ne? Mit diesen zwei verschiedenen Köpfen. Vielleicht hätte man auch verschiedene Perücken machen können, wenn man das jetzt unbedingt gewollt hätte mit den verschiedenen Haaren. Oder halt einfach, man kauft sich halt verschiedene Püppchen. Ach nee, ich weiß es. Ich, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, dass man hier diesen armen Püppchen die Köpfe abmacht. Was nicht geht, sind sozusagen die jetzigen Tweens abzumachen, den Kopf und die ranzumachen. Weil wir haben es versucht, das abzuziehen. Das funktioniert nicht. Also macht es auch bitte nicht so doll, nicht, dass es irgendwie kaputt geht oder so. Und falls es doch funktioniert, schreibt es gerne in den Kommentaren. Also wir haben irgendwann aufgehört, aber wir gemerkt haben, das ist jetzt doch ein bisschen zu doll gezogen. Nicht übertreiben. Oh, sie hat hier immer noch was dran. Ne? Oh mein Gott. So. Also auch noch ein Gummiband hier dran gewesen. Ja. Also ich halte jetzt schon deutlich zu lange hier eine Puppe ohne Kopf in meinen Händen. Machen wir mal einen Kopf auf. Wir haben ja noch zwei. Extra. So. Da haben wir hier, das hat leider keinen Namen. Und Style My Hair finde ich eigentlich ist auch nicht so, das macht man einfach nicht, oder? Macht ihr hier diese ganzen Zöpfe hier auf und fangt an, dann daran rum zu kämmen und so weiter? Ich habe das Gefühl, das würde das eher alles relativ schnell kaputt machen. Na, wir schauen hier mal rein. So. Auf jeden Fall auch eine ganz süße. Die hat hier auch noch was dabei, tatsächlich. So kleine... Ja, sollen auch Spangen sein, oder? Wahrscheinlich kann man die hier oben in ihre Zöpfchen reinmachen. Dann hat sie auch noch eine... Huch, ein Kamm dabei, aber diesmal ein rosa. Und wie kommst du jetzt da raus? Wenn ich dieses ganze... Diese ganzen Klebestreifen da hinten schon sehe. Oh mein Gott, wir schaffen das. So, wir brauchen eine ganz kleine Schere.
dass wir ihre Löckchen nicht kaputt machen. Flupp. So. Na, 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 na. Jetzt ist ja die Frage, die hat ja einen ganz anderen Hautton als die Puppe, ne? Und es sind 4 Püppchen und 9 Ersatzköpfe. Ich habe gerade überlegt, ob man das, ob das hinkommen würde, dass vielleicht jedes Püppchen an sich dann so ein, zwei Köpfe dabei hätte. Das kommt aber leider ja auch, also auch nicht wirklich hin mit den Zahlen. Na, hier ist es auch nochmal fest. So, jetzt. Okay, das sieht gut aus. Noch eine Locke. Okay, wir haben es geschafft. Uiuiui. Da haben wir sie. Also sie hatte jetzt keinen Namen. Sie hat aber Locken. Und hier unten, ach nee, okay, das ist ihre, das war ihre Strähne, die da so fest war. Die Locken sind schon ganz süß, ne? Auch eine hübsche Farbe. Das Gesicht ist auch niedlich. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ach ja, ich wollte hier gucken, diese Dinger, die sie dabei hatte, die kann man doch wahrscheinlich hier so drüber machen. Oder? Dass die dann hier so drinne sind, hier oben? Doch, das sieht doch auch süß aus. Dann kriegt sie die anderen auch noch. Ich meine, das ist wie so ein bisschen wie so ein Styling-Head. Man kann doch auch extra diese abgeschnittenen Köpfe kaufen, so zum Make-up machen und Haare machen und so. Nur wie gesagt, ich finde ja halt einfach, dass diese Haare, weil sie halt so hübsch gemacht sind und so einen bestimmten Style haben, das kriegt man ja eigentlich nie wieder so hin, oder? Dass die am Ende nachher so aussehen, finde ich immer schwierig. Und wenn man dieses Feste hier anfängt zu kämmen, sieht es nachher auch immer nicht mehr so aus, wie es mal am Anfang aussah. Aber wir geben ihr jetzt mal den Kopf. So, und das ist halt, ne? Also ich weiß nicht, inwieweit Kinder das stören würde, dass jetzt hier die Hautfarbe deutlich anders ist als hier oben. Vielleicht merken Kinder das auch nicht. Es ist ja auch nicht, also es ist ja jetzt nicht irgendwie dramatisch oder so. Aber ich glaube, ich würde als Kind, wenn es nach mir gehen würde, darauf achten, dass ich dann immer die passenden Hautfarben habe. Was gibt's denn da noch? Wir gucken mal ganz kurz. Also das hier ist ja so eine, das ist eine sehr helle und das ist auch. Also wir haben hier zwei sehr helle Hauttypen. Welche passen dann noch so zusammen? Das wären vielleicht so ein bisschen eher so mittel und dann eigentlich fast nur eine sehr dunkle oder die hier oben vielleicht auch noch und so, ja. Ob es dann vielleicht immer so 2-2 sind, passt natürlich mit 9 nicht, ne? Kann man nicht durch 2 teilen. Aber ja. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Machen wir sie mal noch auf und dann bilden wir uns am Ende unser Urteil, ob das jetzt wirklich so cool ist. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ankommt hier, diese Püppchen. Keine Ahnung. Haben eure Kinder das? Habt ihr das? Findet ihr das gut? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Oft merkt man ja, wenn sowas schnell im Angebot ist, ob das jetzt gut lief oder eher nicht. Einmal wieder einen Kamm und dann dazu nochmal 2 Spangen. Raus damit. Nochmal raus damit. Also im Endeffekt haben wir jetzt nachher 4 Köpfe, aber nur eine Puppy. Ach, wie doof, ne? Also da kann man auch nicht wirklich mit dann groß spielen. Vielleicht ist ja diese Idee mit dem, ich habe eine Puppy mit 2 Köpfen, damit sie sich, was weiß ich, wenn sie jetzt irgendwie eine Party macht, mal andere Haare hat oder so. Noch ganz cool. Aber ob man diese Ersatzköpfe hier unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt natürlich auch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja gerade drüber gesprochen habe, überhaupt nicht darauf geachtet, beim Aussuchen dieser Ersatzköpfe, welche Hauttyp den haben und ob sie zu ihr passen würden. Wäre mir auch irgendwie beim Kaufen jetzt überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich nicht drüber nachgedacht, war vielleicht auch dann ein bisschen doof. Hätte ich vielleicht auch welche aussuchen müssen, die dann so die gleiche Hautton haben wie sie. Ich habe jetzt einfach die genommen, die mir gut gefallen haben und wo ich die Haare hübsch fand. So, komm mal raus da. So, haben wir alles. Ja, hier sind wir ein bisschen hängen geblieben und schon ist hier die eine Locke nicht mehr schön. Machen wir einmal Friseur. Schnipp, schnapp, Locke ab. Und die ist halt auch sehr, sehr schön. Hat aber auch keine Ohrringe dabei. Warum nicht? So ein paar Ohrringe wäre noch ganz cool gewesen. Oder vielleicht noch eine Kette oder so. Na gut, machen wir dich jetzt mal da dran. Tada! Ja, das gleiche Problem wie eben, ne? Aber das würde man sich vielleicht, wäre kein Problem vielleicht, wenn man tatsächlich ein bisschen drauf geachtet hätte, dass man da die Hauttypen genommen hätte, die man,
die passend dazu sind. Aber dann ist die Auswahl von anderen Köpfen natürlich dann auch schon wieder ein bisschen beschränkter. Ja, ich weiß nicht so recht. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das cool? Sagt ihr eher, ach nö, braucht man nicht. Also gut, was braucht man schon, ne? Oder muss nicht sein. Selbst wenn man das jetzt aufeinander macht, sieht auch schon ein bisschen merkwürdig aus. Ach, naja. Also die Püppi an sich finde ich süß. Also die Fien hier, ne, die ist ganz niedlich. Die, wie heißt die nochmal? Kawa? Was so dabei ist, ist ein kleines bisschen mau. Vielleicht ein extra Outfit, ein komplettes oder so, wäre noch ein bisschen cooler gewesen. Das mit den Köpfen. Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das? Braucht man das? Braucht man das nicht? Ich würde sagen, so eine Starterpuppe mit einem zweiten Kopf ist noch okay. Diese extra Köpfe, weiß ich nicht. Ich muss nicht unbedingt so sein. Aber sie sind alle qualitativ hochwertig. Die Haare sind schön weich, hübsch gemacht, hübsch bemalt. Make-up ist toll. Klamotten auch schön. Ein bisschen wenig, ne? Ein paar Ohrringe oder sowas wäre noch ganz cool gewesen. Im Angebot kann man das bestimmt mitnehmen. Und ich bin gespannt, ob damit gespielt wird, ob die Köpfe getauscht werden oder nicht. Oder ob wir irgendwann nachher ganz viele lose Köpfe in der Gegend rumliegen haben. Das fände ich wiederum ein bisschen gruselig. Aber ja, es hat Spaß gemacht, sie auszupacken und das mal zu testen. Jetzt wisst ihr also auch Bescheid, wie das dann aussieht, wenn man die rausholt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst mir einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!